Corona, fahren Sie trotzdem noch gerne mit den Öffentlichen? Also ich fahre wirklich fast täglich mit der S-Bahn ins Büro. Die Frage ist im Grunde erstmal berechtigt, weil der Mensch im Augenblick natürlich andere Menschen scheut, vor allem die, die er nicht kennt. Wir haben mittlerweile 23 Studien analysiert, ausgewertet, die weltweit gemacht wurden, viele davon in Deutschland zu der Frage, ob man sich in der S-Bahn, in der U-Bahn oder im Bus ansteckt. Also alle Studien sagen einvernehmlich, also bis hin zu Studien von der Berliner Charité, dass die Ansteckung im ÖPNV de facto nicht gegeben ist. Also es gibt keinen Fall, wo man das nachweisen konnte. Das liegt klar dran, weil man eben Maske tragen muss. Das liegt aber auch an den extremen Lüftungszyklen, die wir haben durch die Klimaanlagen. Und alle 2 Minuten nach jedem Halt wird ja einmal quasi der gesamte Raum durchgepustet. Also ich fahre gerne. Für mich ist das Reisezeit ist Nutzzeit. Ich kann in der S-Bahn arbeiten. Insofern habe ich kein Problem mit dem Fahren mit dem ÖPNV. Da gibt es sicherlich andere Situationen, die deutlich riskanter sind. Kurz, da soll in Erding ein neuer Bahnhof entstehen und ein neuer Stadtteil. Erding soll attraktiver werden. Und Sie haben es ja schon gesagt, Herr Friedel, wenn da ein neuer Bahnhof entsteht, da ist Herr Rosenbusch auch wieder mit dem Boot. Ja, vielleicht sagen Sie was dazu, Herr Rosenbusch. Das ist eine tolle Idee. Also im Grunde, Mobilität entsteht ja immer dann, wenn Arbeiten, Wohnen und Freizeit nicht auf einem Haufen passieren, sage ich mal. So, und das wird ja nie gänzlich passieren, aber im Grunde, Herr Friedel und Herr Tierstein haben natürlich recht. Also je näher ich Arbeiten und Wohnen, aber auch Einkauf und Wohnen zusammenbringe, desto weniger Mobilität, was per se erstmal gut ist. Ja, wir haben, glaube ich, in Summe also mindestens zwei große Herausforderungen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Die eine Herausforderung ist der Klimawandel. Ich glaube, den sehen wir jetzt einfach uns bevor. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja heute ja nochmal ordentlich nachgelegt, dass da deutlich mehr passieren muss. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, das Thema wird einfach kommen. Und das zweite große Thema ist der Streit um den öffentlichen Platz. Und die Frage, kommt ein Spielplatz hin oder ein Parkplatz, ein Parkhaus oder ein Wohnhaus? Und das nicht nur in der Stadt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, was Herr Friedel auch gesagt hat, da geht es auch ums Land. Und was wir im Augenblick ja im Oberland, also an den Bergen oder auch im Bayerischen Wald sehen, am Wochenende, wenn die Touristen, Tagestouristen dort hinfahren, das ist ja für die örtliche Bevölkerung eine Zumutung. Und am Schluss gilt es, die beiden Themen anzugreifen. Also einerseits Klimawandel, andererseits die Mobilität, Freizeit und Arbeitsmobilität. Und da müssen wir als Bus- und Bahnbranche eine gute Alternative bieten. Das Beste wäre, Mobilität vermeiden, aber ehrlich gesagt, Sie wollen mobil sein, ich will mobil sein, das wird sich nicht erreichen lassen, das kann auch nicht unser Ziel sein. Das Zweite ist dann, eine gute Mobilität zu schaffen, die wird auch mit dem Auto passieren. Das geht nie nur um Auto gegen Bus oder Bahn, sondern ideal ist es, mit dem Auto zum Park-and-Ride-Parkplatz und dann in die Stadt oder mit dem Auto zum Parkplatz, Park-and-Ride-Parkplatz und dann in die Berge. Also wir müssen quasi das Gesamtsystem betrachten. Und das fängt beim Wohnen an und die Mobilität ist dann nachrangig. Insofern glaube ich, ist auch die Runde ideal besetzt heute, ja, weil Sie im Grunde das Gesamtthema immer wieder im Auge haben müssen. Herr Tierstein, meinen Sie, dass durch diese ganzen Erfahrungen, die wir mit Corona gesammelt haben, die Leute vielleicht jetzt eher das ländliche Leben bevorzugen, als geballt in der Stadt zu sein? Nein, keine Art und Weise. Ich meine, erstens muss man sagen, was meint man mit ländlich? Das Bayerische Landwirtschaftsministerium hat natürlich den Eindruck, dass 4/5 Bayerns ländlich ist, aber die Realität ist eine ganz andere. Wir haben natürlich, was man mit ländlich bezeichnet, ist eigentlich verschwindend gering. Ich meine, dort, wo es grün angestrichen ist und wo intensiv industrielle Landwirtschaft betrieben wird, das ist ja nicht ländlich, das ist ja in der Artenvielfalt. Und in den Abgasen noch schlimmer als natürlich in den Städten, wo richtige Biodiversitätsinseln erwachsen sind. Also ich glaube, das ist schon mal die erste Aufgabe, dass man sich bewusst wird, dass wir alle urbanisierte Menschen sind. Wir haben alle quasi Ansprüche an alle urbanisierten Vorteile, die es überhaupt gibt. Und wir leben nur in unterschiedlich dichten Zusammenhängen. Ich glaube, das ist das eine, wenn Sie da auch gucken, den Pro-Kopf-Verbrauch an Wohnfläche, der ist ja auf dem sogenannten Land deutlich höher als in der Stadt. Das heißt, eigentlich für den Verbrauch der wertvollsten Ressource, nämlich Boden, tragen die sogenannten ländlichen Räume noch viel weniger bei, weil sie viel mehr verbrauchen. Also müsste man dort ansetzen. Aber diese Diskussion, glaube ich, ist in Corona eigentlich sehr spannend. Wir haben jetzt gerade eine Studie im Laufen, wo wir gucken, wo sind die potenziellen
Verlagerungsgebiete, wenn wir davon ausgehen, dass dieses Arbeiten von zu Hause, Working from Home heißt das in Englisch, wenn wir dieses Arbeiten zu Hause, was wir jetzt ein Jahr lang geübt haben, eigentlich auch in die Zukunft hinaustragen wollen, weil die allermeisten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich im Klaren geworden sind, die Menschen möchten sozusagen diese Abwechslung haben. Sie möchten einerseits eben mehr zu Hause zu sein, sie möchten auch weniger pendeln und auf der anderen Seite kann sozusagen Produktivität nur entstehen durch direkten menschlichen Kontakt und Austausch. Das klingt am Anfang wie ein Widerspruch, aber unsere Studie arbeitet genau mit dieser halbe-halbe Situation. Das ist das, was jetzt die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eigentlich auch erkennen. Hälfte der Zeit, 2-3 Tage zu Hause, die anderen 2-3 Tage am Arbeitsplatz. Also wenn man das als Grundannahme anschaut und dann sagt, gut, wenn ich also die Hälfte der Arbeit zu Hause erledige, dann spare ich auch die Hälfte der Pendleraufwendung, Zeit und Geld. Und wenn ich das jetzt investiere, quasi in einen anderen Wohnraum vergrößert mit anderen Ansprüchen an die Raumaufteilung, an die Grundrisse, vielleicht einen Außenraum, dann gibt es potenziell Möglichkeiten, nach draußen zu streben. Und was wir da sehen in dieser Karte, die wir jetzt erstellt haben, ist eben sehr interessant. Das sind vor allem Kommunen Richtung Norden. Die mittelgroßen Städte gewinnen eigentlich potenziell, also Augsburg, Ingolstadt, Regensburg, Rosenheim gewinnt, Kaufbeuren vielleicht und zahlreiche Kommunen, die aber eher im Norden Münchens liegen. Also all das, was man so quasi in den Medien vielleicht glaubt, wir ziehen dann an den Starnberger See oder nach Garmisch-Partenkirchen, all das wird nicht stattfinden, weil dort die Grundstücksflächen gar nicht vorhanden sind, die Bodenpreise zu teuer sind oder die Erreichbarkeit einfach nicht gut ist und natürlich auch die Breitbandversorgung nicht gegeben ist. Also das sind unsere Eckbedingungen und wenn man das mal so in die Waagschale wirft, dann wird es sehr nüchtern, ja, Frau Schneider, weil da geht niemand in den wirklich sehr ländlichen Raum, außer natürlich ein paar Ausnahmen, das gibt es immer, aber als Trend ist das nicht existent. Aber es gibt durchaus das Potenzial, das ist nicht von der Hand zu weisen. Bedeutet im Umkehrschluss für eine Stadtregion wie München, wenn Sie das also nicht unbedingt wollen, dann müssen Sie auch Ihre innere Struktur erneuern. Sie müssen zum Teil mehr verdichten, Sie müssen auch, Sie müssen sich über die Qualität der Freiräume Gedanken machen und Sie müssen wahrscheinlich auch die innere Stadt nicht nur als Einkaufszone verstehen, sondern mehr Mischnutzung, mehr Aufenthaltsqualität und dort auch diese dritten Arbeitsplätze, diese dritten Arbeitsplatzstandorte anbieten, Coworking Spaces, weil das scheint für den größeren städtischen Kontext eigentlich die Alternative zu sein, als Stadt wegzuziehen, nämlich ich arbeite nicht zu Hause die ganze Zeit, aber es gibt einen nächsten dritten Standort in der Stadt, wo ich eben mit genügend Abstand, aber auch Möglichkeit der Interaktion andere Menschen treffen kann, aber auch für mich arbeiten kann. Und das wird sogar vom Arbeitgeber zunehmend auch mitfinanziert. Also das sind so die Trends, die man erkennen kann. Aber ich muss leider sagen, für die sehr peripheren ländlichen Räume ist da nichts zu holen.